Keine Sorgen machen, Oliver Pocher äußert sich zur Ehekrise. Es ist also doch etwas dran. In den vergangenen Tagen häuften sich die Spekulationen um eine Ehekrise bei Oliver, 45, und Amira Pocher, 30. Zuletzt wurde die Moderatorin, die Olli 2016 kennengelernt und 3 Jahre später geheiratet hatte, sogar ohne ihren Ehering gesehen. Die beiden gaben bereits zu, dass es momentan bei ihnen schwierig sei. Jetzt äußert sich der Comedian zur Ehekrise. Ich red ja auch mit Amira ganz normal in unserem Podcast, wo wir über alles reden und alle persönlichen Befindlichkeiten. Es gehört zum Leben mit dazu, erzählt Olli gegenüber RTL. Über ihren gemeinsamen Podcast Die Pochers sagt der Komiker, Woche für Woche, es geht immer weiter. Wir treten ja zusammen auf, wir sind überall zusammen. Also von daher. Man muss sich keine Sorgen um mich machen. Vor ihrer Beziehung zum Vater ihrer Kinder soll Amira einige schwierige Beziehungen geführt haben. In ihrem Podcast Hey Amira sagte sie, wenn das Handy vom Nachbar geklingelt hat, hieß es, du hast ein zweites Handy und dann wurden da Betten auseinandergenommen. Also wirklich krankhaft. Gehen Justina und Adrian Löwenich erneut gemeinsam ins TV? Justina und Adrian Löwenich haben Lust auf mehr. Die beiden Reality-Stars lernten sich bei Temptation Island kennen, doch aufgrund ihrer Gesundheit musste die Verführerin die Villa frühzeitig verlassen. Das machte dem Turteltäubchen jedoch keinen Strich durch die Rechnung. Nach seinem Beziehungsaus mit seiner Ex-Freundin Charlene Grote verliebten sich Justina und Adrian abseits der Kameras Hals über Kopf ineinander. Jetzt plaudern die beiden aus, ob sie an weiteren TV-Formaten teilnehmen wollen. Ja, wir hätten auf jeden Fall richtig Bock. Ich glaube, wir sind allgemein sehr offen, stellt Justina in einer Instagram-Fragerunde klar. Außerdem fügt die 27-Jährige hinzu, und viele haben ja auch geschrieben, dass sie uns bei Temptation Island VIP sehen wollen, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Doch nicht nur als Paar wollen die beiden im deutschen Fernsehen durchstarten, denn Adrian ergänzt kurzerhand. Es gibt ja auch viele Formate, wo man alleine reingehen kann, auch wenn man in einer Beziehung ist. Beim großen Wiedersehen hatten die Turteltäubchen ihre Beziehung öffentlich gemacht. Wir hatten, nachdem Temptation Island vorbei war, jeden Tag Kontakt miteinander und das hat sich einfach so entwickelt, hatten Justina und Adrian überglücklich berichtet und dabei Händchen gehalten.